Hi, ich freue mich, dass du dieses Video gefunden hast, denn dieses Video ist ein sehr, sehr wichtiges Video für mich. Ich habe überlegt, was hat mich in letzter Zeit extrem beschäftigt und was kann ich mit euch teilen, wo ich wirklich Sinn dahinter sehe. Und zwar möchte ich mit euch über die Macht unserer Gedanken sprechen. Ich sehe immer mehr über Manifestation und ich sehe viele Speaker über Motivation sprechen. Ja, du musst die richtigen Gedanken wählen, damit du tolle Lebensumstände in dein Leben ziehst, beziehungsweise damit du anders handelst und andere Lebensumstände. Das Thema ist trotzdem noch unbekannt. Nicht viele deutsche Menschen vor allem kennen das Gesetz der Anziehung. Nicht viele Menschen sind sich dessen bewusst, dass mit jedem Satz, den sie aussprechen, sie ihr Leben kreieren, ihre Lebensumstände. Manche Menschen oder die meisten sehen sich immer noch als Opfer ihrer Lebensumstände und nicht als Creator. Aber was wir eigentlich sind, wir sind Creator. Wir erschaffen das Leben unserer Wünsche mit jedem Satz, den wir denken, den wir aussprechen, mit jeder Tat. Erschaffen wir etwas? Wie sehr bist du dir dessen wirklich bewusst? Wie sehr hast du schon mal über die Ernsthaftigkeit dieser Sätze, die ich gerade ausgesprochen habe, nachgedacht? Wenn du das Ganze ernst nehmen würdest, dann wäre dein Leben jetzt wahrscheinlich anders, als es gerade ist. Und ich spreche nicht davon, dass ich es perfekt umsetze, weil ich es weiß. Nein, ich habe erst letztens wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges richtig hardcore verkackt. Ganz kurzes Beispiel. Ich habe jemanden kennengelernt. Es hat super gut funktioniert. Es war alles tipptopp. Ich hätte mir keine Gedanken machen müssen. Was ist passiert? Ich habe mich daran erinnert, wie die letzten Erfahrungen mit Männern waren. In meiner Vergangenheit. Ich habe den Film nochmal hochgeholt in meine Gegenwart. Die alten Sachen, die schon längst vergangen sind, die Geschichte sind, die habe ich wiederholt. Und was passiert? Ich habe Angst bekommen, dass das wieder passiert. Ich habe Angst bekommen, dass der Mann mich vielleicht doch nicht will. Diese Gedanken erschaffen meine neue Realität. Deswegen passiert es ganz oft, dass wir wiederholt dieselben Lebensumstände anziehen, dieselben Erfahrungen machen, eine Schleife, in der wir nicht rauskommen, weil wir immer wieder die Vergangenheit in die Gegenwart holen und die Gegenwart erschafft unsere Zukunft. Das war einer der wichtigsten Erkenntnisse für mich dieses Jahr, dass ich wieder die Ängste hochgeholt habe, dass ich mich wieder komisch verhalten habe, weil ich angefangen habe, in Gedanken darüber nachzudenken, dass es wieder passieren könnte, obwohl gar nichts war. Somit habe ich mich wirklich komisch verhalten und die Situation, die so schön war, verkackt. Weil diese Erkenntnis so wichtig für mich ist, möchte ich sie heute mit dir teilen. Denn ich weiß, es ist nicht nur bezogen auf eine Partnerschaft, auf einen Mann, vor allem wenn man Verlustängste hat oder Bindungsängste. Das ist ja ein Film, den wiederholt man ja und den wiederholt man ja. Und dann sagt man, ja, ich habe aber Verlustangst, ja, ich habe aber Bindungsangst oder auch andere Sachen. Man affirmiert das wieder. Das, was du sagst, was du bist, das bist du. Wenn du sagst, ich bin erfolglos, ich bin nicht gut genug, ich verkacke es wieder, dann ist das deine Realität. Was du jetzt tun kannst, um endlich diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist, dass du anfängst, neue Gedankenmuster zu erschaffen, indem du neue Gedanken wiederholst. Wie können wir das tun? Denn wir machen es ja nicht absichtlich. Wir denken ja nicht absichtlich negativ. Wir sagen ja jetzt nicht, ach ja, heute habe ich Lust, wieder negativ zu denken und mir wieder alles zu versauen. Nein, das machen wir nicht. Wir machen das unbewusst, denn unser Unterbewusstsein handelt. Es ist oder es wurde von uns programmiert.
in den letzten Jahren. Um das aufzulösen, musst du extrem bewusst sein. Du musst extrem im Hier und Jetzt sein. Du musst daran arbeiten, du musst darin investieren. Was dir helfen kann, sind bestimmte Methoden. Warum gibt es denn die ganzen Methoden? 369, Vision Board und so weiter. Im Grunde geht es nur darum, die Gedanken zu denken. Ob dir eine Vision Board dabei hilft, ob dir eine 369 Methode dabei hilft, ist eigentlich wirklich gar nicht so relevant. Es geht darum, dass du die Gedanken einfach oft genug wiederholst. Ich persönlich nutze die 369 Methode. Ich schreibe mir morgens dreimal einen Satz auf oder in dem Fall auch mehrere Sätze, mittags sechsmal und abends neunmal. Oft mache ich es mittags gar nicht. Ich mache es nicht wirklich dreimal am Tag, aber das ist bei mir gar nicht so, also doch, ich will nicht sagen, es ist nicht so wichtig, aber ich bin schon sehr bewusst und habe meistens auch wirklich die Kontrolle über meine Gedanken in den meisten Bereichen, aber nicht in allen natürlich. Ja? Desto unbewusster du bist, desto wichtiger ist es, dass du es wirklich aufschreibst, weil du dich daran gewöhnst, diese Gedanken zu denken, wenn du so alleine noch nicht darauf kommst. Du kannst dir eine Erinnerung machen, indem du vielleicht auf deinen Spiegel einen Zettel ranheftest, wo drauf steht 369 Methode, dass du dich daran erinnerst. Denn am Anfang wirst du es vergessen, weil es ungewohnt ist für dich. Ich wünsche mir vom Herzen, wirklich vom Herzen, dass du versuchst, deine Lebensumstände mit wiederholten Gedanken zu verändern. Denk daran, dass solange deine Lebensumstände noch nicht deinen Wünschen entsprechen, dass du einfach weitermachst. Du machst so lange weiter, diese neuen Gedanken zu denken, bis sich deine Realität dementsprechend verändert. So lange machst du das. Und wenn du siehst, oh, es funktioniert nicht, es ist wieder in die Hose gegangen, ich bin zu dumm dafür oder ich kann es einfach nicht oder es ist alles so eingebrannt, ich kriege es einfach nicht hin, dann machst du einfach weiter. Du machst so lange weiter, bis du siehst, dass sich dein Leben verändert. Glaube mir, wir sind so machtvoll, aber das wird uns nicht beigebracht. Keiner hat es uns gesagt. Deswegen ist es nicht deine Schuld, dass dein Leben so ist, wie es ist. Du wusstest es nicht besser. Aber wenn du jetzt dieses Video siehst, dann ist das ein Zeichen, dass du schon weiter bist. Und dass du jetzt die Chance hast, dein Leben zu verändern. Ich wünsche dir alles Gute dabei, viel Spaß und es werden definitiv mehr Videos zu Manifestation kommen, wenn du das möchtest. Vielleicht sagst du mir unten in die Kommentare, was du dir wünschen würdest oder ob dir das Video geholfen hat, ob du es verstehst, ob du auch an Manifestationen glaubst oder es schon mal versucht hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe für dich. Deine Justine. Abonniert sie. Ja, halt das mit euren Freunden, ganz, ganz kommentiert. Kostet wissen, nichts, Leute. Weißt, genau. Wollen wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?